Sam, Samir, bitte melden. Alois weg. Irgendwelche Ideen? Weiß jemand irgendwas? Sie wollte sich die Antennen etwa 200 Meter von der Aurora entfernt ansehen. Meinte, sie hätte da etwas gesehen. Alleine? Was zum Teufel? Und was habt ihr alle gemacht? Artyom, geh sofort dahin. Reißt euch zusammen. Leute, hier laufen vielleicht keine NATO-Truppen herum. Das heißt aber nicht, dass ihr euch wie ein Haufen Touristen verhalten könnt. Miller, Ende und aus. Anscheinend sitze ich hier für immer fest. Verdammte Fanatiker. Nach wegen einer einzigen Taschenlampe sind die durchgedreht und jagen mich seitdem. Muss mich ständig verstecken. Was auf eine gewisse Art auch recht praktisch ist. Man weiß nie, wohin es einen die nächste Nacht verschlägt. Ich kenne die Gegend jetzt wie meine Westentasche. Sie ist wirklich interessant. Zum einen war hier früher ein militärisches Lager. Ich bin allerdings nicht reingegangen. Da scheinen lauter Chemikalien zu lagern. Da gibt es noch das große Haus auf der anderen Kanalseite. Scheint schon lange verlassen zu sein. Vielleicht gibt es da noch etwas Interessantes. Ohne Boot komme ich da allerdings nicht hin. Diesbezüglich werde ich bald was unternehmen müssen. Ja.
Tür! Artyom? Ich hab dich rufen gehört. Es war so schön da. Aber ich hab dich gehört. Und konnte dich nicht verlassen. Thank you.
Seite durch! Wir fahren! Anna, was ist denn los, Anna? Sag verdammt! Wir müssen den anderen sagen, dass wir sie gefunden haben, Sam. Gut, dass Atjan mich gefunden hat. Oh, was ist das hier? Siehst du die Fässer? Das sind irgendwelche Chemikalien. Das ist entweder ein Lager oder eine Deponie. Und dieses Schild könnte von den Einheimischen dort aufgehängt worden sein, um die Stelle zu markieren. Na, in Ordnung. Also, Artyom, tragen wir sie jetzt? Auf gar keinen Fall. Ich kann selbst gehen. Ich muss mich nur etwas ausruhen, dann geht es los. Der Alte wird jetzt vermutlich völlig am Rad drehen, wenn er hört, dass seine geliebte Tochter verletzt ist oder so. Papa, ich bin's. Die Batterie von meinem Funkgerät war leer, es war nass geworden. Abgesehen davon geht's mir gut. Atjom und die Jungs sind hier. Anna, eines Tages werde ich wegen dir noch einen Herzinfarkt bekommen. Sobald du zurück bist, hast du Hausarrest, junge Dame. Sam, bist du das? Danke, dass du bei der Suche nach Anna geholfen hast. Hilf jetzt, sie gnadenlos nach Hause zu schleifen. Es wird Zeit, dass ich mal ein Wörtchen mit der Göre rede. Stefan hat auch einen Anpfiff verdient. Er versucht, Zivilisten an Bord zu holen. Wir sind alle durchgedreht. Geh zurück und hilf Stepan, meinen Vater zu überzeugen. Wegen Katja und Nastja, ob sie mit uns reisen dürfen. Atjom, es geht mir schon besser. Wirklich. Also Sam, erzähl doch mal, wie die echten Feindbasen sind, damit wir sie erkennen, wenn wir sie sehen. Tja, zunächst mal sind da diese riesigen humanoiden Roboter. Über 60 Sternen und Streifen und mit Kernreaktoren im Arsch. Und das Essen ist klasse. Burger, Pommes, Shakes. Ich meine es ernst, verdammt nochmal. Ja, dann will ich auch mal ernst sein. Woher soll ich wissen, wie sie jetzt aussehen? Ich habe schon seit 20 Jahren oder so keine mehr gesehen. Ein Zaun, ein paar Wachtürme, Patrouillen, Gebäude, wie Basen halt aussehen. Nicht wie die Gebäude hier. Wir haben noch nichts gesehen, was einer Basis auch nur annähernd ähnelt. Aber wenn wir eine sehen, sage ich bestimmt mal Hallo, sofern ich mein Englisch nicht verlernt habe. Ja, ist schon gut, sei doch nicht gleich sauer. Glaubt ihr wirklich daran, dass wir hier auf Amerikaner treffen werden? Zuerst war ich mir unsicher. Aber jetzt glaube ich, dass ich der einzige Amerikaner bin, den es hier zu sehen gibt. Na, für mich ist das in Ordnung, denn mit dir können wir ja immer über alles reden, Sam.
schön, dich gesund und munter zu sehen, Artyom. Und wir hatten hier eine echte Seifenoper. Stepan scheint sich in eine Frau verguckt zu haben und will, dass der Oberst sie und ihre Tochter an Bord nimmt. Wir müssen jetzt wohl zurück. Und wo wollt ihr hin? Diese Fanatiker würden euch fressen. Naja, vielleicht haben sie... Ich weiß nicht. Ich meine, klar, es geht nicht nur um den Platz. Wir müssen uns auch an der Brücke durchkämpfen. Und selbst danach wissen wir nicht, welche Gefahren noch vor uns liegen. Aber trotzdem... Und ich habe ihm gesagt, dass ich helfen kann. Ich bin Krankenschwester. Ich habe ihm auch von der Brücke erzählt und dass sie abgesenkt werden kann. Ja, ich habe ihm sogar von diesem Waggon im Zugdepot erzählt. Wir sind damit hierher gekommen. Er ist sehr gut und wir haben ihn für eine lange Fahrt ausgestattet. Onkel Archie, bitte lass uns mitkommen. Ich bin noch ganz lieb. Ich helfe, wo ich kann. Oh ja. Ach, Nastja, hör auf, Onkel Archie zu nerven. Oh, keine Sorge, Nastja. Onkel Artyom und unsere Kommandanten reden und alles klären. Wow! Onkel Artyom ist nicht mal dieser unheimliche Kommandant mit den Metallbeinen. Ach, Süße, das kannst du nicht sagen. Tja, Onkel Miller ist hier zwar der Boss, aber er hört auf das, was Artyom sagt. Ist doch so, oder Artyom? Ich wollte den Waggon selbst holen, aber keine Chance. Osten verlassen, fein, kriegsgerecht. Du kennst das Spiel. Also liegt es jetzt an dir und anderen, ihn zu überzeugen. Bitte. Natürlich tun wir das. Keine Sorge. Hoch und die Brückenbewohner machen mit ihnen Geschäft. Also werden wir als Händler verkleidet die Brücke infiltrieren und sie herunterlassen. Katja sagt, dass sie noch funktioniert. Wenn wir uns beeilen, können sie uns nicht auffallen. Sollten sie es versuchen, werden wir die Brücke trotzdem überqueren. Was die Fanatiker denken. Sie wollen Blut? Können sie haben. Also müssen wir jetzt ohne auf das Händler warten. Herr Oberst, wir können sie hier nicht zurücklassen. Sie werden lebendig aufgefressen. Hast du jemals deinen Kopf benutzt? Weißt du, wohin wir fahren? Was uns auf dem Weg dorthin begegnen wird? Wo, bitteschön, sollen sie in der Aurora schlafen? Auf den Kohlekisten? Wir Spartaner kommen damit klar. Aber für eine Frau mit einer 6-jährigen Tochter ist das inakzeptabel. Ich gebe ihnen meine Matratze und ziehe in den Heizraum. Dann schläfst du beim nächsten Wachdienst ein und kriegst die Kehle aufgeschlitzt. Weil du unausgeschlossen bist. Trotzdem weiß ich, dass wir sie nicht zurücklassen können. Während wir warten, können wir doch einfach diesen Waggon holen, von dem Katja uns erzählt hat, oder? Wir können das Kind nicht hier lassen. Und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen? Geht das schon wieder los? Wie? Wie sollen wir diesen Waggon holen? Ich werde die Aurora nicht dorthin fahren. Das brauchst du auch nicht. Ich habe im Terminal eine Motordraisine versteckt. Die kann ein Waggon ohne Probleme ziehen. Artyom und ich können die Hoffnung dann mit dem Waggon hierher bringen. Ich lasse dich auf keinen Fall gehen. Zu zweit können wir die Reparatur bis zum Morgen abschließen. Aber alleine schaffe ich das nicht. Okay, okay, dann mach das so. Ich will da kein Unglück sein. Wir holen diesen Waggon und wir nehmen die Zivilisten mit. Artyom, kümmerst du dich darum? Hör zu, Artyom. Wenn der Konvoi in Sicht ist, lässt du alles liegen und eilst zum Hafen. Das ist unsere beste Gelegenheit, die Brücke zu überqueren. Danke. Katja und Nastja werden so dankbar sein.
Hier, Artyom, das ist der Trennschalter für die Motordreisine. Ohne den fährt sie nicht. Sie ist ein echtes Schätzchen, das steht fest wie das Amen in der Kirche. Sind zur Hölle und zurückgefahren, sie und ich. Wir haben so viele Sachen gezogen. Sie hat mich so oft aus dem Schlamassel geholt. Wenn du zum Terminal gehen wirst, hör mir gut zu, Artyom. Es ist ganz schön weit bis dorthin, aber nachts ist die Gefahr geringer, auf Banditen zu stoßen. Während es dunkel ist, bleiben sie in ihren Lagern. Aber es wird trotzdem nicht leicht, da dann mehr Tiere unterwegs sind. Und außerdem gibt es Elektroanomalien. Fanatiker nennen sie den Mond der Elektrizität. Also solltest du deine Möglichkeiten abwägen, bevor du aufbrichst. Archon, Duke ist in dieser Gegend im Einsatz. Er behält die Brücke im Auge. Der Empfang ist dort schlecht. Kriegen nur Rauschen von ihm. Wie auch immer. Wenn du ihn triffst, dann richte ihn. Du werden sie wohl zu kommen. Ich wette, du hast dich mit einer Lautstärke verschworen. Hey, die beiden liegen mir ebenso am Herzen wie dir, aber wir wissen nicht, ob das, was vor uns liegt, besser ist als die Fanatiker. Tja, wir werden es wohl abwarten müssen. Gut, wie du den Alten überzeugt hast. Sieh mal, was ich hier aufgebaut habe, Archon. Endlich habe ich alles so, wie ich es wollte. Eine ordentliche Werkbank mit Stauraum für all meine Werkzeuge und mehr. Hier kannst du deine Waffen reinigen und Munition für sie herstellen. Genau wie an jeder anderen Werkbank, die du findest. Mein Waffenregal ist jedoch nur hier auf der Aurora verfügbar. Von allen Waffen, die du findest, bewahre ich Musterexemplare auf. Du kannst sie jederzeit auswechseln. Immer im Bestzustand. Geölt und glänzend wie neu. Dann musst du allerdings wieder alle Ergänzungen anbauen. Über kurz oder lang mache ich aus euch allen noch kompetente Waffenschmiede. Hör zu, Arthur. Ich habe etwas für dein Tier. Du kannst es an der Werkbank montieren. Tja, ich möchte dich nicht länger aufhalten.